Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu dieser Andacht, die wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Von ihm kommt alle unsere Hilfe. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Seine Freundschaft und Treue währet ewig. Getragen vom Vertrauen auf diese, seine Hilfe und Treue, gehen wir durch die Zeiten. Auch dann, wenn sie voller Risiken und Gefahr sind, gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, wo unser Leben eingeschränkt ist durch die dagegen entgriffenen Maßnahmen, die uns unter anderem daran hindern, so Gottesdienst zu feiern, wie wir es bisher gewohnt waren. Risiken, Gefahr und dann auch Leid. Diese Dinge sind auch zentral in der aktuellen Kirchenjahreszeit, der Passionszeit, in der wir Jesu Leiden und Sterben gedenken. Einer, dessen Name in der Bibel und in unserem Alltagssprachgebrauch ebenfalls für großes erlittenes Leid steht, ist Hiob. Ich denke, fast alle kennen die bekannten Hiobs Botschaften. Hiob wird nachher in der Predigt im Zentrum stehen. Ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle noch unserem Kirchenmusiker Stefan Treutler, der auch die Aufnahmetechnik bedient, und Ute Junghähnel als Lektorin. Aus der Bibel hören wir nun aber zunächst Psalm 43, den Psalm für den heutigen Sonntag. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk, und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Wir hören nun den für heute vorgeschlagenen Predigttext. Er steht im Buch Hiob, Kapitel 19, Verse 19 bis 27. Er ist Grundlage der später zu hörenden Ansprache. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb habe, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.
Ihr Lieben, alle und alles sind gegen mich. Einsam und verlassen bin ich den Härten des Lebens ausgeliefert. Ja, sogar die, von denen man dachte, dass sie Freundin oder Freund wären, mit uns auf unserer Seite, auch sie, wollen einen nicht mehr verstehen. Stellen sich gegen einen, hängen ihr Fähnchen in den bösen Gegenwind. Ausgezehrt, am Ende der Kräfte, das Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch. Bald werden die Wunden vollends aufbrechen, kein Besitz mehr außer dem nackten Leben. Was bleibt da noch? Nur der Schrei nach Hilfe, nach Erbarmen. Aber niemand hört zu. Oder, wenn doch, dann kommen nur doofe, neunmal kluge Sprüche zurück. Kopf hoch, wird schon wieder. Hättest du besser nicht? Naja. Alles hat doch seinen Grund, oder? Einer, dem das so geht, das ist der schon genannte Hiob. Gefühlte Ewigkeiten ist es inzwischen her, da war er noch ein glücklicher, erfolgreicher, vor allem aber frommer und rechtschaffener Mann. Als Viehzüchter war er Inhaber tausender Schafe, Kamele, Rinder, Esel, wie es heißt. Unzählige Angestellte gehörten zu seinem Betrieb. Dazu war er glücklich verheirateter Vater von 7 Söhnen und 3 Töchtern. Ja, aber dann trafen die schon genannten Hiobsbotschaften ein. Lauter Katastrophennachrichten. Am Ende sind alle tot, bis auf seine Frau, die dann im folgenden Elend mit ihm ausharrt. Aber aller übrige Besitz zerstört, geraubt, für immer dahin. Die Gesundheit ruiniert. Das genau ist die Situation, von der unser heutiger Predigttext ausgeht. Und gerade aktuell in der Pandemie und angesichts ihrer vielfältigen Folgen, gesundheitlich, gesellschaftlich, psychisch, wirtschaftlich und sozial, sind uns solch leidvolle Perspektiven vermutlich allesamt näher als noch vor 1 oder 2 Jahren. Hier in Deutschland vermutlich nur selten in der geballt aufgezählten Fülle wie unseres alttestamentlichen Antihelden. Aber ich habe inzwischen mehr als genug Angst und Schmerz, Enttäuschung, Trauer, Tränen oder auch Wut im Zusammenhang mit der aktuellen Lage erlebt. Und angesichts übergroßen Leid, das kaum zu bewältigen scheint, kann man dann auch ins Grübeln kommen. Etwa nach Gott und seiner Rolle in all dem im Weltgeschehen fragen. Ja, ihr Lieben, wer ist Gott eigentlich, dass er sowas zulässt? Dass er, der Allmächtige, so einen guten Mann wie Hiob so tief ins Elend fallen lässt? Wenn der wenigstens als mieser Sausack Grund für eine solche Abstrafung gegeben hätte, jedenfalls nach menschlichem Ermessen. Aber so ein Guter, warum greift Gott da denn nicht ein? Wo ist da all seine Allmacht? Ja, wie mächtig ist Gott eigentlich? Interessiert er sich überhaupt für uns? Ob er wohl wirklich existiert? Ist er vielleicht doch nur ein Hirngespinst, wie manche behaupten? Im dicken biblischen Hiob-Buch werden verschiedene Antworten auf Fragen dieser Art angeboten und dann in fiktiven Gesprächen diskutiert. Im Einzelnen kann ich jetzt hier nicht darauf eingehen. Aber in der Summe kann man feststellen, am Ende befriedigen sie alle nicht. Hiob jedenfalls kann mit den Gesprächen und vor allem mit diesen Antworten nichts oder kaum etwas anfangen. Mal abgesehen davon, dass eine darin etwa erzeugte Einsicht in den Sinn des Leides sein Leid ja nicht wegnimmt. So wie es keinem jener Angehörigen, die in den letzten Monaten wegen Covid im Heim oder Krankenhaus keinen Abschied von ihren sterbenden Liebsten nehmen konnten, geholfen hat, dass die Absperrung im Blick auf die Virenverbreitung ja Sinn macht,
und deshalb einfach erfolgen muss, laut Krankenhausverwaltung, das hat da alles nicht wirklich geholfen. So wie der Hinweis, hättest du mal von den Kippen gelassen, den Verlust der Raucherbeine so wenig ausgleicht, wie die damit verbundenen negativen Gefühle vertreibt. Hiob hört sich die Fragen und Antworten der anderen an, aber es sind nicht seine Fragen und Antworten. Seine aktuelle Aufgabe ist nämlich kein Frage- und Antwortspiel, sondern bei ihm geht es darum, das, was ihm da begegnet ist und weiter begegnet, irgendwie auszuhalten, irgendwie durchzukommen, überleben, von einem Tag auf den anderen mit immer geringeren körperlichen und seelischen Kräften. So wie es auch vielen von uns in der Pandemie geht, irgendwie aushalten, durchhalten, anpacken, aber bitte sehr, bloß keine dummen Sprüche mehr. Ist alles schon genug der Scheiße, in der sich Hiob am Ende auf einem Misthaufen sitzend, nicht nur im übertragenen Sinne befindet. Für Hiob sind nur zwei Sachen tröstlich. Seine Klagen rauslassen, auch Gott gegenüber, der als Schöpfer dieser Welt, wenn, dann ja irgendwie damit zu tun haben muss, dass es Hiob so geht, wie es ihm geht. Wenn wir ehrlich sagen, Gott ist der Schöpfer und Gott Erhalter dieser Welt, derjenige, der alles in seinen Händen hält, dann muss auch das Leid irgendwie mit ihm zu tun haben. Und das Gott sagen, Gott klagen im Gebet und auch den Menschen im Gespräch, dass es einen fertig macht, nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen, verzehrt von überall dem Verlust und Leid, dass einen die Einsamkeit etwa im Lockdown nervt, die Wut über das ziellose Maßnahmen herumeiern, der Schmerz über an Covid schwer Erkrankte oder verstorbene Liebe. Dann ist das Wichtigste einfach nur gehört werden, wahrgenommen werden. Wenn nicht von den Menschen um einen herum, dann doch von ihm, dem Ewigen und Allmächtigen. Auch wenn man ihn nicht versteht, auch wenn er vielleicht nicht zu hören ist, Antworten will man ja eigentlich gar nicht bekommen. Nur wahrgenommen werden im Schmerz, nicht alleine sein. Das ist wahrer Trost, das gibt Kraft. Ja, aber die maximale Gewissheit steht dann natürlich im Finale unseres Predigttextes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Hiobs Gewissheit im Leid. Und jenseits alles Leides und weit darüber hinaus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott ist da. Gott ist für Hiob, ist für uns da als Befreier, als der, der uns aus dem Leid erlöst, im Wortsinn, im ursprünglichen Wortsinn also, daraus freikauft. In Gottes Welt, ja, da gibt es finstere Täler. Da gibt es Kreuze, wie das unseres Herrn Jesus, das aktuell in der Passionszeit wieder besonders im Mittelpunkt steht. Da gibt es so schreckliche Dinge wie Pandemien und andere Katastrophen. Da kommen wir Menschen, die wir doch nur kleine Geschöpfe sind, an unsere Grenzen. Ja, wie man hier so schön sagt im Ruhrgebiet, das Leben ist kein Ponyhof. Nee, bei Gott nicht, nein. Aber ihr Lieben, Lasten, Leiden, ja sogar der Tod, haben eben bei Gott nicht das letzte Wort. Egal wie fertig und zerschlagen wir sein mögen oder auch nur anfühlen mögen, all das dauert nicht ewig. Irgendwann ist Gott da und holt uns raus, macht Schluss mit all dem, was uns bedrängt. Dann werden wir ihn erkennen, Auge in Auge, ihn, Gott, unseren lebendigen Erlöser, der von allem Leid befreit. Manchmal, wie bei unserem Herrn Jesus, auch durch Tod und Sterben hindurch. Darauf dürfen wir mit Hiob hoffen und können hoffentlich mit ihm bekennen, allem, was uns bedrängt und bedrückt zum Trotz,
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Wir halten nun Fürbitte und in diese Fürbitten, in unser Gebet, schließen wir ein, zum einen unser Taufkind der vergangenen Woche, Luana Loth, und dann unsere Verstorbenen, Sabine Schurisch, die 55 Jahre alt wurde, Margarete Rieger, die mit 93 Jahren verstorben ist, Laura Wlochinski, die 91 Jahre alt wurde, alle drei aus Lierich, und auch unserer Altstadener Verstorbenen, Erika Henze, sie wurde 82 Jahre alt, Manfred Püttmann,
Er starb mit 81 und diene vollbracht. Sie ist 79 Jahre alt geworden. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und nun lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist unser Bruder geworden. Du hast gelitten mit uns und für uns, so wie seinerzeit auch Hiob. Wir bitten dich, brich unsere Herzen auf, damit wir die Leiden der Menschen neben uns wieder wahrnehmen und ernst nehmen können. Die Leiden der Alten, über die sich Jüngere lustig machen, die Leiden der Eltern, denen vor der Zukunft graut, und derer, die von ihren Kindern nicht verstanden werden. Wir bringen vor dich die Leiden der Jugendlichen, die glaubwürdig leben wollen und von den Erwachsenen nicht ernst genommen werden. Die Leiden der Kinder, deren Kummer niemand wahrnimmt und deren Hilferuf keiner versteht. Wir sehen die Leiden der Heimatlosen auf der Flucht vor Gewalt, Armut und anderer Not, auch der Flüchtlinge hier in unserer Mitte. Die Leiden der Kranken, die hoffnungslos und verbittert sind, die Leiden unter dem Coronavirus und an den Maßnahmen dagegen. Wir nehmen die Leiden der Ängstlichen wahr, die sich niemandem anvertrauen mögen. Die Leiden der Schuldbeladenen, die keine offene Tür mehr finden. Die Leiden der Verzweifelten, die den Tod herbeisehnen. Jesus, wir bitten, verhilf uns zu deiner Barmherzigkeit. Mach uns frei, die Menschen mit deinen Augen zu sehen, dass wir dir nachfolgen, deiner Ehre dienen in Ewigkeit. Mit deinen Worten beten wir gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auf dem Weg in die weitere Zukunft und auf allen Wegen im Tun und Lassen, im Reden und Schweigen, im großem Glück und tiefstem Leid, da segne uns nun der allmächtige und barmherzige Gott und Vater, der in Jesus zu unserem Bruder im Leid wurde und der als Heiliger Geist in uns die Kraft zum Aus- und Durchhalten schenkt. Amen.